Sehr schön gelöst in Mr. Wong sind zum einen die Buddies, also die Freunde, wo man sieht, welche Webseiten die gebookmarkt haben in letzter Zeit. Und die Gruppen, die sind wirklich fantastisch, die kann man sehr gut nutzen in Lerngruppen und Projektgruppen etc., wo man einfach dann sich untereinander austauscht und schauen kann, okay, welche Ressourcen sind interessant für unser Thema. Das kann man sich also auf alle Fälle anschauen bei Mr. Wong. Ansonsten Cornuti, Site You Like und RefWorks fokussieren eher auf das Thema Literaturverwaltung und das gibt es dann auch gleich in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und bis gleich eigentlich. Tschüss.